So. Ja, da sind wir wieder. Wunderprächtig. Ach ja, das ist das livestreamende Dingens hier mal ein bisschen. Drehen die sich gar nicht mehr mit. Das war mal so. Dass das livestreamende Messeffekt immer so ein bisschen ruckelig ist, stört mich immer sehr. Aber naja, was wir mal machen. Liegt an der Vertikalsynchronisation, also das V-Sync, was ich nicht ausschalten kann. Ich wollte mit Lehrer reden. Machen wir das mal. Mal sehen, ob er überhaupt was zu sagen hat. Beschäftigt? Ich habe Zeit, wenn Sie reden möchten. Etwas Ablenkung täte mir gut. Ach. Was beschäftigt Sie? Wie lange die Reaper für die Proteaner gebraucht haben und wie lange sie wohl für uns brauchen. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. Wir sind nicht so weit verbreitet, aber 100 Jahre dürften es schon auch sein. Es ist egoistisch, aber selbst wenn wir scheitern, ich bin erst 109 und könnte das Ende des gesamten Zyklus noch miterleben. Aha. Ach, so jung? 109, ja, das ist ja gar nichts. Nur 109, was? Ich weiß, man beschwert sich nicht über eine Lebenszeit von 1000 Jahren. Ich fand es immer traurig, dass die meisten Aliens nur so kurz leben. Vielleicht ist es gar kein Privileg, alle zu überleben. So viel Tod zu sehen. Naja, es kommt an, was man so für Leute kennt. Wenn man nur Leute kennt, die 1000 Jahre leben können, das ist ja alles gar kein Problem. Machen Sie sich deshalb nicht verrückt. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Aber nur, weil Sie ihn noch vorantreiben. Wir haben zwar noch andere Anführer auf unserer Seite, aber keiner bringt uns so weit wie Sie. Ich frage mich, wie Sie das machen. Glaube, ich habe Freunde wie Sie, genau. Ich denke an Leute, an denen mir etwas liegt. Das hilft sehr. Schön, dass ich dazugehöre, oder? Aber natürlich. Es geht mir schon besser. Juhu! Danke für den Besuch, Shepard. Wir reden später weiter. Toll, jetzt arbeitest du da. Na, klasse. Also sie ist ja weitergekommen. Hey, Warpentriegler, verfügbar auf der Krankenstation. Ach, aha. Jetzt habe ich hier einfach eine Fähigkeitenriegel, weil ich hier kurz mit ihr gesprochen habe. Mal kurz die Optionen alles gewählt. Das war ja... Kann ich noch mehr mit ihr reden? Willkommen zurück. Ja, genau. Okay. Ja, danke, Glüf. Das ist prächtig, dass du mir zu Diensten bist, aber das ist mir eigentlich auch egal. Ach, mir fällt gerade was ein. Warte mal, kann ich das machen? Ah, das ist jetzt ein bisschen doof für euch, aber das ist jetzt gerade ein bisschen im Weltraum. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, da ich das streamen, müsste ich vielleicht mein Twitch-Dings hier noch anfassen. Das tut mir ein bisschen leid, du Zuschauer für YouTube. Jetzt ist das Spiel gerade stumm, weil das macht Mass Effect halt so. Das ist da recht unpraktisch in der Hinsicht, aber naja, was soll man tun? So, da haben wir jetzt gerade leider mal 20 Sekunden Stille, das tut mir leid. Ganz toll leid. So, ich wollte ja nicht mit irgendjemandem reden, aber irgendwie ist mein komplettes Personal nicht zu finden. Weil ich wollte mal, also das bietet sich ja sowieso an, nach jeder größeren Mission mit der Crew zu reden. Da kommt man manchmal noch zu interessanten Sachen, aber irgendwie, naja, aktuell findet sich hier nicht allzu viel Personal. Wo sind die denn eigentlich alle hin? Die werden wohl nicht alle unten in der Ladebucht stehen? Kann ich mit Ihnen reden, Commander? Natürlich. Commander. Es hat sich eine Gelegenheit ergeben, die Sie interessieren könnte. Ja, hast du wohl mit dem Kopf? Worum geht es, Doktor? Vor kurzem sind Flüchtlinge in der Citadel angekommen, die medizinische Vorräte und Geräte aus Militärbeständen dabei hatten. Und? Laut unserem Inventar haben wir überschüssige Vorräte zur Behandlung von Seuchen, Strahlenschäden und Unterernährung. Die können also verletzten Soldaten helfen und wir bei typischen Flüchtlingsproblemen. Genau. Vielleicht könnten Sie Ihren Charme spielen lassen und einen Tausch aushandeln. Ja, wirklich mal, warum ich? Könnten Sie das nicht auch selbst erledigen? Die Flüchtlinge trauen wegen der vielen Kriegsgewinnler dem Allianzmilitär nicht mehr. Also auch mir nicht. Toll. Aber Sie sind Commander Shepard, die Heldin. Sie könnten sie überzeugen. Ja, demnächst will ich mal wieder auf das Citadel. Ich kümmere mich darum, sobald ich kann. Ja. Reden Sie mit Taktis. Viele Flüchtlinge bei den Citadel Docks betrachten ihn als Anführer. Danke, Commander. Wie sehen Sie nix? Durch den Zugriff auf Ihre Ausrüstung und Ressourcen konnte ich die Effektivität unseres Medigills verbessern. Was? Wie? Also irgendwie, die redet hier komplett in... Oh. Es wäre für alle von Vorteil, also komplett ohne Zusammenhang. Was ist das hier? Kräfte neu zu werden? Das kann ich ja nicht machen. Ich kann... Achso, ich kann alle Kräfte neu zurücksetzen. Nee, das möchte ich aber eigentlich nicht machen. Ja, nee, könnte ich machen... Geschäft... Vor allem Geschäft verlassen, ne? Ja, nee, kann ich sonst noch was hier Tolles machen? Nö, hier im KI-Kern ist auch nichts zu holen. Na gut, dann ist es. Dann ist ja soweit hier noch nicht allzu viel passiert. Jetzt frage ich mich trotzdem, wo sind denn alle Leute hin? Lehrer war da. Ja, da hinten ist es niemand gewesen. Aber mit Gabriel habe ich ja schon geredet. Der steht ja hier depressiv vor der Tafel. Es ist gut, dass Ash wieder da ist. Wir können jede verbündete Waffe brauchen. Ja, ich hätte gerne mein restliches Personal, hätte ich auch gerne. Ach, hier steht es auf dem Beobachtungsdeck. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Ja, mehr Text hast du nicht? Oh, Mann, oh.
Ja, irgendwie das. Ich finde es immer wieder beeindruckend, dass Lea so einen riesengroßen Raum für sich gekriegt hat und alle anderen halt irgendwie nicht. Ja, ich suche ja vor allen Dingen. Ja, irgendwie. Wer fehlt denn eigentlich überhaupt noch? Na, eigentlich habe ich ja schon wieder mit allen relevanten Personen gesprochen. Ich könnte mal kurz in die Shuttlewacht gucken. Bacht, ja genau, Bucht. Ja, ein bisschen sehr schade halt, dass ich hier nicht die. Hätte ja schon gerne die. Mein altes Personal aus Mass Effect 2 gehabt, inklusive Morden, aber der musste ja unbedingt sterben. Der Idiot. Wäre ja vermeidbar, wenn die Idioten sind, ja auch nichts mehr. Ja. Ah, ich könnte maximal könnte ich noch gucken, ob ich mir irgendwelche tollen Waffen noch kaufe. Oh Gott. Gral-Dornwerfer? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe alle Waffen, die ich aktuell gerade benutze, habe ich sowieso ausgerüstet. Müsste ich vielleicht mal darauf achten, wenn ich das nächste Mal rumfliege. Ich mal zack, zack. Zum Kampfinformationszentrum, so. Was? Chief Engineer Adams? Och. Da komme ich doch gerade her. Oh Mann. Gut, dass wir Untertitel haben. Nee, halt, im Maschinenraum war ich noch gar nicht. Ja, hier. Adams. Commander, erinnern Sie sich daran, dass bei Überlastung der Kern möglicherweise in den Maschinenraum entlüftet wird? Aha. Donnelly, Edie und ich haben gemeinsam darüber nachgedacht. Das Entlüften passiert, wenn die IES-Kühlkörper im gegenläufigen Zyklus sind, während der Hauptkern maximale Energie benötigt. Etwa bei kinetischer... Techniker Donnelly möchte sagen, dass wir das System wahrscheinlich sicherer machen können. Wir brauchen nur ein GX-12-Thermalrohr. Leider sind wir vom Allianz-Nachschub abgeschnitten. Aha. Könnten Sie beim nächsten Besuch auf der Citadel danach Ausschau halten? Ich habe hier die Spezifikationen. Ja, warum? Sind diese Modifikationen wirklich nötig? Eine Sicherheitsfrage, aber nicht kritisch. Aha. Bei schwerem Beschuss der kinetischen Barrieren, bei gleichzeitigem Flug mit hoher Geschwindigkeit, kann durch Entlüften Plasma in diesen Bereich gelangen. Jeder in diesem Raum würde dadurch atomisiert. Das ist aber mehr als bloß eine Sicherheitsfrage. Naja, unter den genannten Bedingungen ist das Schiff sowieso so gut wie verloren. Aber wir sollten jeden möglichen Vorteil nutzen. Ja, ich guck mal, ob wir da... Ich sehe mich das nächste Mal auf der Citadel danach um. Danke, Commander. Ich guck mal, ob ich da einen Zehner für locker machen kann. Was hat er noch zu sagen? Donnelly? Ich bin in Ordnung, Commander. Nüchtern und konzentriert. Ich find's ja interessant, dass er hervorheben muss, dass er nüchtern Willkommen ist. Willkommen zurück, Chief. Was? Nüchtern. Also das ist, das flößt mir auf jeden Fall ein gewaltiges Vertrauen in mein Personal ein, dass es nochmal hervorheben muss, dass es nüchtern ist. Ich dachte eigentlich, das wäre so selbstverständlich, wenn man bei der Flotte ist. Na gut. Dann zurück zum Oh Gott. Trainer? Trainer hat gar nicht mehr zu sagen. Nicht mal irgendwie noch einen Kommentar dazu. Haben wir E-Mails? Nee, wir haben keine E-Mails. So, möchte ich jetzt eigentlich mit... Eigentlich möchte ich nicht mit Anderson reden. Nee, ich möchte auf keinen Fall mit Anderson reden. Fällt mir gerade so ein, weil... Der bringt mich wahrscheinlich nur zur nächsten Hauptmission, aber ich möchte jetzt endlich erstmal ein paar Nebenmissionen machen. Ach, ich bin immer noch bei der Citadel. Nee, der möchte ich eigentlich nicht mehr sein. Na gut, hier ist das Scannen bringt wahrscheinlich auch nicht so viele Punkte. Ich glaube nämlich, ich habe ja, prinzipiell habe ich keine Eile. So, ehemalige Cerberus-Wissenschaftler finden. Oder Asari-Kolonie untersuchen. Ah, ich kann so viele Sachen machen. Ach, ist das schön. Oder aber Artefakte finden. Artefakte finden ist natürlich, oder? Mit den Quarianern drin. Ach so, das ist meine nächste Hauptmission. Ey, die sind ja richtig weit draußen, die Quarianer. Sigurds Wiege? Nee, da möchte ich eigentlich als nächstes mal kurz den mit dem ehemaligen Cerberus-Wissenschaftler reden. Wissenschaftler sind immer interessant. Die haben meistens viele interessante Sachen zu berichten. Bumm. So, achso, wir müssen sowieso weiterfliegen, dann kann ich ja mal kurz in die Nähe der Planeten. Signal bestätigt. Oh fuck. Oha. Wie viel Sprit habe ich denn eigentlich noch? Das Wack eines Freibschopfs. Ja, wunderbar. Ach, ich bin schon bei 1000. Ach, jetzt habe ich hier umsonst gelootet. Was gibt's hier Schönes bei Pietas? Pietas verfügt zwar über eine Eigenschaft, die Terraform ermöglichen würden, aber die Besitzrechte aus dem Planeten sind seit 9 Jahren Gegenstand mehrerer Prozesse vor dem Gericht des Citadel-Rats. Der Witz daran, dass es sich zu diesem Zeitpunkt, an dem der Rat für die Kolonisierung endlich grünes Licht gibt, bereits eigenes Leben auf Pieta entwickelt haben wird. Die Temperaturen auf Pietas sind angenehm, die Atmosphäre aus Stickstoff und Argon ist mild, sodass der Planet durch Freisetzung von Sauerstoff produzierenden Enzymen und Bakterien besiedelbar gemacht werden könnte. Seine Kruste ist reich an Silikaten und Kohlenstoff, was eine problemlose Herstellung von Baumaterialien ermöglichen würde. Schmuggler, Piraten und andere nicht registrierte Raumschiffe landen häufig auf Pietas, um unterzutauchen oder Reparaturen durchzuführen. Zivile Schiffe wird vom Reisen dorthin abgeraten. Wir scannen mal. Das geht ja immer so schön langsam und. Alter! Endlich! Da! Puff! Bup. Die Animationen haben sie ja wunderprächtig übernommen. Fundbüro. Schön. Das war's. Mehr gibt's hier echt nicht. Ja, einfach nur Quelle zu halten. Ich dachte, das ist. Ich dachte eigentlich, hier springt ein bisschen mehr. Warum war das jetzt alles? Ja, alle 100% Aktivposten. Dann müssen wir gar nicht weiter auf uns aufmerksam machen.
Ich fand ja das alte Scan-System schöner, einfach nur von einem Planeten zum nächsten zu fliegen. Ach, ist natürlich sehr ärgerlich, dass ich das... Das hätte ich mir auch denken können, wenn da ein Wrack im All rumsteht, dass ich da... Oh, hier antwortet gar keiner. Das ist natürlich auch angenehm. Zelix. Gelix wurde an den Kroganern, nach den Rachni-Krieg überlassen, war aber während der Kroganischen Rebellion starken Kämpfen, wurde von den Turianern zurückerobert. Dann blieb ihm danach eine Welt auf der Basis linksgedrehter Aminosäuren, die sich nicht selbst bewohnen konnte, aber auch nicht aufgeben wollte. Zusammen mit dem Volprektorat versuchten die Turianer, den Planeten zur Kolonisierung zu vermieten. Aufgrund des hohen Preises des zahlreich nicht hochgegangenen Sprengkörpers auf der Oberfläche siedelten sich aber nur wenige auf Gelix an. Hauptkunden waren Strafkolonien. Heute gilt der Planet als Symbol tragischer Verschwendung. Eine ganze Gartenwelt, die die Galaxie praktisch vergessen hat. Das ist ja schade. Die guten Gartenwelten. Einfach weg. So, Ashley kommt nicht mit. Die habe ich jetzt ja nur ins Team geholt, damit ich nicht mitnehmen. Das mache ich lieber Garrus. Der sieht einfach so aus, als würde er mehr aushalten. Ja, wenn ich noch irgendwie die andere Asari hätte. Ich wüsste ja auch gerne, wo die hin ist. Oder Waffen. Ich glaube, ich habe hier... Ah, brauche ich die Knifte? Die habe ich ja nicht nur in der letzten Mission gebraucht, ne? Die kann ich jetzt endlich wieder wegpacken. Ja, dann kann ich meine Kräfte wieder öfter einsetzen. So, ich habe 5 Punkte. Wohin? Ja, jetzt langsam aber sicher gehen mir wirklich die Dinger aus. Warp, ja, ne. Ich kann ja maximal noch ein Cluster... Ja, Cluster. Ja, ups. Habe ich auch noch bestätigen gedrückt. Naja. Kommt hier nochmal Gespräch, oder? Wie sieht's aus? Wie lange sitzen die Wissenschaftler hier schon fest? Wir wissen kaum was. Ach. Ma'am, ich empfange Funkverkehr von Cerberus-Männern, die das Depot angreifen. Toll! Die Wissenschaftler angreifen? Ah. Und so wie es sich anhört, sind noch weitere Soldaten unterwegs. Oh, belastend. Setzen Sie uns ab und verschwinden Sie. Ich brauche diese Wissenschaftler lebend. Alle, wenn's geht. Oha. Ja, dieser Anzug sieht doch so wunderbar freundlich aus. Da weiß man direkt, dass man da vor sich hat. Das ist toll. So ein schöner Eisplanet, so wie ich das sehe. Viel zu erkennen ist sowieso nicht, aber... Oha. Also, wie habe ich das Gefühl, dass die Wissenschaftler hier minimal unterbewaffnet sind, die guten Männer? Ah, ich habe mir das Gefühl, die Wissenschaftler haben nicht die besten Chancen. Ja, immerhin, ein bisschen halten die auf. Wer ist er denn eigentlich? Den kennen wir doch. Ist das nicht hier unser bester Mann? Immerhin sprechen die sich noch mit lustigen Dingsbumsjaden. Ja, das ist doch hier unser Ex-Mitglied. Der hat, glaube ich, sogar auch überlebt. So trifft man alle Leute wieder. So, was habe ich denn geschafft? Kein Wunder, dass Cerberus diesen Ort verlassen hat. Es ist eiskalt. So gut, bleiben Sie einfach in Bewegung. Was haben diese Leute getan, um so eine Aktion zu rechtfertigen? Wer weiß. Aber ich lade trotzdem einfach nach. Was? Den habe ich getroffen? Nicht wirklich, oder? Ja, da steht neben so einem dummen Schildturm, glaube ich, oder? Ah, diese Schildtürme sind natürlich mal sehr ärgerlich. Was habe ich denn eigentlich gerade für ein Geschoss draufgeschissen? Ich habe hier gerade einfach mal so Verdacht gezaubert. Der ist hinüber, dann muss ich erstmal zurückwandern, oder war das? Ja. Das war die richtige Taste. Ah, verdammt, die halten immer so viel aus. Wer bist du denn? Gott. Noch einer von denen. Boah. Da kommen ganz schön viele nach. Also, hört das bitte irgendwann mal auf hier? Das ist ja... Das war übrigens die falsche Fähigkeit. Ich wollte eigentlich die 4 benutzen und nicht die 3. Ah, naja, das geht auch. Ach, Jacob hieß er, genau. Hey, ich bin Level 43. Noch mehr Erfahrungspunkte. Yay. So, was ist jetzt schon mit Wissenschaftler retten? Das wäre ja fast zu einfach gewesen. Einfach einmal kurz durchgeballert. Jacob Tyler hieß er. Ja, genau so hieß er. Naja, gut. Ach, jetzt hab ich immer noch diese dumme Pistole hier. Nirk. Ja, wo ist denn der jetzt eigentlich hin? Bzzm. Ja, wie ich das Gefühl, dass die meisten Wissenschaftler hier nicht ganz so überlebt haben. Bin. Ja, grüß dich. Wie schlimm? Ich werde es überleben. Glaube ich. Wer soll das Bryn? Hier ist Commander Shepard von der Allianz. Keine Feinde im Augenblick. Öffnen Sie die Tür. Aha. Es ist okay, Bryn. Ja, aber, also die haben eine ziemlich mächtige Tür. Wer ist die denn? Kennen wir die? Ich glaube nicht.
Hoffe ich zumindest. Das würde mich heißen, dass ich schon wieder irgendwelche Leute vergessen habe. Ich vergesse so gerne Leute. Ich würde übrigens gerne Miranda mal wieder. Was? Hypertruppenschützen? Achso, das ist ein Nadeldingsbums. Jacob. Oh mein Gott. Mir geht's gut. Aber die anderen sind tot. Warum haben die da überhaupt draußen rumgeballert? Was machen sie hier? Ich soll diese Leute vor dem Unbekannten und seinen Kampfhunden beschützen. In wessen Auftrag? Sind sie weg? Im Moment schon, aber sie kommen wieder. Sind sie wirklich okay? Ja, das geht schon. Der hat eine andere Synchronstimme. Wenn sie mich nochmal retten, bin ich ihnen langsam was schuldig. Langsam. Diesmal geht's aufs Haus. Trotzdem andere Synchronsprecher finde ich immer wieder unfreundlich. Auch schön, sie zu sehen. Aha, da hält sich jemand raus. Shepard, das ist Dr. Bryn Cole. Sie hat hier das Sagen. Wo sind der aber eigentlich was hin? Was geht hier vor? Unseren Informationen nach gehören sie zu Cerberus. Wir sind Ex-Cerberus, größtenteils Wissenschaftler. Zivilisten? Sagen wir Flüchtlinge. Wären wir nicht weggelaufen, wären wir jetzt tot. Warum denn Ex-Cerberus? Ja, ein paar Hintergründe wären ja mal nicht verkehrt. Warum will der Unbekannte sie töten? Unsere Geschichten haben in etwa dasselbe Thema. Wir haben mit Daten von der Kollektorenbasis an diversen Komponenten einer höheren Technologie gearbeitet. Sobald jemand mit seiner Komponente fertig war, ist er verschwunden. Keine Leiche. Nur verschwunden. Bei jedem Fortschritt dachten wir würden gegenseitig unsere Todesurteile unterzeichnen. Aha, und was für Technologie war das? Gibt's da vielleicht mal ein paar Details? Weil das würde mich ja auch aus meiner eigenen Perspektive mal ein bisschen interessieren, was das da alles ist. Ja, weglaufen war auf jeden Fall klug, ja. Der Unbekannte Spaß nicht. Was er nicht kontrollieren kann, vernichtet er. Dieser Brain Trust muss ein herber Verlust für ihn sein. Sie mussten doch wissen, dass man sie findet. Wir sind eine ziemlich schlaue Gruppe. Wir hatten uns abgesichert. Aha. Der Unbekannte ist ein beharrlicher Mistkerl. Ah, oh, da ist er übrigens auch wieder, wenn ich das richtig höre. Los. Ja, wohin? Ich muss nur die Flugabwehrgeschütze auf dem Dach wieder online kriegen. Cerberus stört sie. Ohne diese Geschütze bläst Cerberus unsere Rettungsshuttles einfach vom Himmel. Aha. Könnte am Netzwerklink liegen. Ich check das. Wir treffen uns oben. Der humpelt doch nur noch halb. Muss ich die Wunde ansehen. Ja, ja. Das wird schon. Ja, das wird schon. Das sehe ich, wie das ich wird. Ich muss doch meinen Leuten sehen, Commander. Kommen Sie rauf, sobald Sie können. Ganz toll. Hier draußen. Das ist eine Überraschung. Jamie, ich wollte nicht mit diesen Leuten hierher kommen. Es war seine Idee. Aha, die jammern. Dr. Brown? Beenden Sie Ihre Arbeit. Das hätte er auch gewollt. Arbeit? Sind Sie so... Ihr Partner war tapfer. Er würde nicht wollen, dass Sie so zusammenbrechen. Genau! Halte durch. Wir bringen Sie lebend hier raus. Das verspreche ich. Ja, da haben wir Dr. Brown jetzt wunderbar Multi gemacht. Kann ich bitte meine Waffe ziehen? Das sieht immer so doof aus, wenn ich hier ohne Waffe durch die Gegend renne. Aha. Was macht er hier, Dr. Archer? Commander Shepard, ich habe von Ihnen gehört. Noch ein Cerberus-Überläufer, wie es scheint. Was? Etwas in der Art. Ich weiß von nichts. Dr. Gavin Archer, wir haben wohl beide den Unbekannten hintergangen. Jeder auf seine Art. Naja, ich habe da minimal... Warum hier? Warum, was machst du hier? Schönes. Meine Forschung für Cerberus hat vielen Leuten geschadet. Ich habe Dinge getan, die kein Mensch tun sollte. Gibt's da vielleicht Details? Mit Blut an den Händen. Blut, das ich nie abwaschen konnte. Dem Unbekannten war das egal. Er sagte, unser Ziel sei größer als jedes Opfer, das wir bringen müssten. Also sind sie geflohen, genau. Wahrscheinlich. Also hat der Unbekannte ihre Kündigung nicht angenommen. Für einen Mann, der gerne Vorträge über die Grautöne der Moral hält... ist sein Weltbild ziemlich schwarz-weiß, sobald es um Gehorsam geht. Entweder du machst mit, oder du stirbst. Ja, das kennen wir. Und jetzt? Jetzt? Was für eine Arbeit haben Sie für Cerberus gemacht? Es nannte sich Projekt Overlord. Ein Experiment, um gewaltlose Methoden zu finden. Zur Kontrolle der Geth. Das scheint gar keine schlechte Idee zu sein. Ja, aber wie alles, was der Unbekannte anfasst... wurde auch meine Arbeit in gewisser Weise korrumpiert. Nur so viel, es nahm kein gutes Ende. Korrumpiert? Ja, ein paar Details vielleicht? Was ist schiefgegangen? Das war purer Zufall, leider. Die Geth reagierten nicht auf meine Versuche, mit ihnen zu kommunizieren. Bis mein jüngerer Bruder David einen Durchbruch erzielte. Er war Autist, mit mathematischer Inselbegabung. Er beherrschte in kürzester Zeit die Sprache der Geth und kommunizierte mit ihnen. Sie meinen, er konnte direkt mit den Geth sprechen? Zunächst nur rudimentär. Und deshalb beschloss ich, den nächsten Schritt zu gehen. Ich schloss David direkt an ihr Netzwerk an. Oha! Es kam zur Reizüberflutung.
Kein Gehirn, nicht einmal das eines Genies, kann diese Informationsmenge verarbeiten. Es trieb ihn in den Wahnsinn. Ja, ne, wenn er Autist war, hat er wahrscheinlich sowieso nicht so viel Wahl gehabt, oder? Hat David das freiwillig gemacht? Der Unbekannte wollte Ergebnisse und ich wollte ihn zufriedenstellen. Zuerst schien es harmlos zu sein. Sie haben Ihren Bruder dazu gezwungen? Herzlichen Glückwunsch aber auch. Glauben Sie mir, ich durchlebe diesen Albtraum jede Nacht. Er drehte durch. Sein Geist wurde zu einem Computervirus und infizierte unsere sämtlichen Systeme. What? Er tötete Dutzende Labormitarbeiter. Am Ende mussten wir über der Basis Nuklearwaffen zünden, um den Amoklauf zu beenden. Oh, der Geist in der Maschine. Die haben ja schon ein paar klasse Storys. Dass Sie uns helfen, hier rauszukommen, Commander. Ja, draußen explodiert alles und ich rede hier mit den Leuten, das finde ich toll. Es wackelt übrigens immer mehr, das finde ich gut.